Ich glaube, unter Wasser sind wir sogar schneller, wenn wir als Ball uns bewegen. Ah, egal. Noch einmal checken, was befindet. Oh, da oben ist was. Kriegt gleich eine Rakete. Da ist noch was. Kriegt auch eine Rakete. Ist über uns was? Nee, das war's. Wieder hier aufladen und abfeuern. Da hinter der, hinter dem Teil da befindet sich auch was, aber das kriegen wir später. Wie gesagt, ich zeige euch, wo sich alle Items befinden, die Plätze. Ja, und Samus, komm schon, ein bisschen schneller. Kurz umdrehen, hochgucken. Hä, wo ist denn das Teil? Da war doch irgendwo noch eine Ranke. Da ist das Ding. Okay, hätten wir die nicht vernichtet, dann hätten die uns, glaube ich, von diesen, ja, das kann man ja nicht Fahrstuhl nennen. Ja, hätten sie uns von hier runtergeschmissen. Da befindet sich noch ein Item, das ist das, was ich gerade erwähnt habe, was da drunter liegt. Wieder rot. Ach, ich mag nicht diese Stelle hier. Weil es erstens diese Fische hier bei sich hat und diese Tretminen und die gleich in die Luft fliegen. Ja, das sind keine. Diese kennt man ja. Diese kleinen Minen, die gegen Schiffe oder so eingesetzt werden. Können die nicht alle Sachen von uns jetzt freischalten? Muss ich jetzt extra warten? Hä? Ach so. Mein Fehler. Ich muss hier rauf schießen. Na okay, das Wasser geht hoch, aber es wäre auch gut, wenn es runterkommt. Komm schon, Samus. Bloß nicht runterfallen. Da. Ja. Boah. Kann nicht so blind sein. Okay, da ist was. Aber was? Abgeprallt. Ja, sehr schön. Können wir von hier abschießen. Komm schon. Geschafft. So, hier können wir runterspringen. Wow. Du wirst sterben. Hinterher, hinterher. Da hinten ist noch einer. Die spielen mit mir. Wieso fahre ich sie im Nachhinein aus? Das hilft nicht. Okay, da links war er irgendwo. Kriegst gern noch ein paar ab. Achso, mein Fehler. Wieso Fehler? Was sage ich da? Hier oben. Ah. Da habe ich was Schönes gesehen. Und zwar hier. Zum Glück gibt es diesen First-Shooter-Perspektive. So, was Zweites. Wir müssen erstmal hier ein Stück nach links. Jetzt nochmal zielen. Und zwar darauf. Das bringt uns das Wasser hier runter. Das andere brachte das Wasser hoch, das bringt das Wasser runter. Und jetzt werden wir eine Mischung von beidem haben. Und zwar indem wir erstmal noch nicht dahin springen. Erstmal hier runter springen. Dann hoch. Und
So, hier sehen wir, dass das Wasser jetzt hier hochkommt, aber wir können dennoch nicht rüberspringen. Was hier getan werden muss, die Walljumps. Ja, hier müssen doch eigentlich Gegner sein. Egal, ich beschwere mich nicht. Wow, okay, wir sind hier. Und da versucht sich einer ranzuschleichen. Ja, hier sind eine Menge von denen und da hinten ist noch einer. Wo haben wir noch einen? Das können nicht alle gewesen sein. Aber mir egal. Wie es aussieht, muss ich hier wieder so eine Maschine finden, die... Ah, da hinten ist sie. Diesen Ort wieder. Ja, das Terminal. Wieder in den Normalzustand bringt. Okay, da geht's noch nicht längs. Wie sieht's hiermit aus? Ja, das sieht schon mal gut aus. Nein, wir müssen da hoch. Manchmal in diesen Röhren befinden sich auch diese kleinen, diese Dinger. Was? Stirb. Ich glaube, es wäre besser, wenn ich immer nur eine Bombe lege. Okay. Immer vorsichtig. Ich kann es mir nicht leisten, noch mehr Energie zu verlieren. Und immer vorsichtig auch hier drauf gehen. Falls sie einmal getroffen, falls sie einmal runterfällt, heißt es den ganzen Weg von vorne. Und da krabbelt schon einer zu uns. Sehr schön, zwei. Und geschafft. Geh ran. Ich glaube, das war ein Fehler. Oh, das Ding schießt sogar. Das ist eine Mischung aus Dinosaurier und Pflanze. Aber egal, das werden wir auch schnell vernichten. Das waren die schön aus der Ferne ein paar Raketen, die darauf schießen. Manche prallen ab, manche treffen. Aber wir haben ja unendlich davon. Ja, ein bisschen mehr Abstand halten. Okay. Das ist eine gute Position gewesen. Oh, und da fliegt einer direkt auf uns. So, jetzt hat er sich umgedreht und jetzt liegt diese verwundbare Stelle oben. Na, was können wir da machen? Wir springen einfach eine Etage höher. Ah, kann ich hier so nicht treffen. Na, jetzt. Ah, komm schon. Ich glaube, jetzt dreht er sich um. Nee, ich will es nicht. Kriegt er noch eine Rakete nach? Ich hab kein Problem damit. Wie viel hält der denn aus? Ach, er hat sich wieder umgedreht. Besser für uns. Ah, das Gute ist, dass nur Raketen diese Viecher auch zerstören. Ja, diese kleinen lila Bälle. So, der ist tot. Kein schwerer Gegner. Verbraucht halt nur ein bisschen Zeit, aber am Ende liegt er eher am Boden und winselt.
So, auf der Karte wird angezeigt, dass sich noch ein Item befindet. Aber das ist da oben. Hier. Kriegen wir leider noch nicht. Weil wir das hier abschießen müssen, dann kommt Plattform. Ja, ich bin zu weit weg. Aber wie gesagt, da kommt Plattform und dann müssen wir halt, sie bleiben nur auf Zeit, wir müssen halt schnell darauf. Ja, das war's. Ja. Jetzt wieder ein Teil freigeschaltet im Bereich. Und ich würde sagen, ja, wir haben es gut hinbekommen. Wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder von Metroid Other M. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ich hoffe, ihr begleitet mich wieder beim der nächsten Episode. Auf Wiedersehen.